Moin moin, meine lieben Zuschauer, YouTuber und bekannte Freunde. Ja, das letzte Mal haben wir ein bisschen Mira geärgert und wir machen jetzt weiter. Brutmutter Naktul hat uns kontaktiert. Sie spricht im Namen der verbleibenden Brutmütter, die nicht unter deiner Kontrolle stehen. Sie spüren deine Macht und möchten wieder zum Schwarm zurückkehren. Brutmütter, hört mir zu. Ich schicke euch die Koordinaten unserer Feinde hier im Sektor. Vernichtet sie. Macht ihre Stellungen in meinem Namen dem Erdboden gleich. Dann werdet ihr wieder eins mit dem Schwarm. Das werden wir tun, meine Königin. Durch ihre Rückkehr wird der Schwarm wieder vereint. Du bist deinem Sieg sehr nahe. Ja, und doch so fern. Die Brutmütter arbeiten nicht gerne mit Terranern zusammen. Sie waren wesentliche Elemente meines Plans. Sie lassen fragen, ob sie die Terraner jetzt vernichten dürfen, da sie keinen Nutzen mehr haben. Sag ihnen, dass den Terranern nichts passieren soll. Ich befehle es. Das werde ich, meine Königin. Hier gibt es keine Essenz. Ich kann nicht sammeln, was es nicht gibt. Wir sind hier, weil unsere Königin es befiehlt. Wage es nicht, sie in Frage zu stellen. Ich folge, um Essenz zu sammeln. Du musst gehorsam lernen, Urzerk. Ja, komm zu mir. Dann werde ich mir deine Essenz einverleiben. Genug. Sagara, sprich nicht für mich. Dehaka, von meinem Schwarm wird nichts gesammelt. Haha. Habt ihr irgendetwas gefunden? Colonel Orlan hackt sich gerade ins Netz der Liga. Sag ihm, er hat eine Stunde. Das werde ich nicht, Kerrigan. Die Sache ist zu groß für dich. Mach es nicht noch schlimmer. Wenn die Liga uns bemerkt, werden sie Jin verlegen oder töten. Ihre Ungeduld gefährdet diese ganze Operation. Sparen Sie sich die Drohungen. Du bist ja ganz schön erwachsen geworden. Die Zerg sind nicht die einzigen, die sich anpassen. Ich werde warten, bis dein Experte seine Arbeit erledigt hat. Ei, ei, ei. Aber keine Punkte gewonnen, schade. Ja, dann machen wir mal ein Missionchen. Befreien. Oh, da kriege ich 9 Machtpunkte für Kerrigan. Und eine Evolutionsmission für. Und noch 2. Boah. Hört sich gut an, machen wir. Auch wenn ich die Schwarmwörter wahrscheinlich nie einsetzen werde. Er ist auf der Moros, einem mobilen Gefängnisschiff, das jede Stunde an zufällig generierte Koordinaten springt. Es gibt keine Möglichkeit vorherzusagen, wo sie als nächstes hinspringen wird. Irgendwann werden auch sie ihre Vorräte auffüllen müssen. Exakt. Wir wissen, dass sich das Raumschiff morgen für genau 32 Minuten an der Atlas-Station aufhalten wird. Atlas entsendet einen Tanker zur Moros, aber nach dem Tankvorgang verschwindet sie wieder. Unser Kontakt Tosh hat angeboten, das Shuttle zu infiltrieren und nein, er... ihr habt eure Schuldigkeit getan. Ich mache das persönlich. Seien Sie vorsichtig, Kerrigan. Verglichen mit diesem Ort ist Neu-Folsom ein Kindergarten. Ha! Neu-Folsom ist ein Weihnachtsmann. Verglichen mit Char. Oder Zeros. Ha, die Größenunterschiede, ey. Das ist schon echt Porno, ey. Weil man merkt, dass die Pyro ein riesiger Kreuzer ist und hier nur so ein kleines Furzelchen gegen die, ey, Junge, das Ding kann eine ganze Welt sein. Ist der Schwarm so eine Art Wanderkolonie oder wie? Thank you.
drin. Sie werden von unseren Sensoren erfasst. Ich leite Ihnen so viele taktische Informationen wie möglich weiter. Seien Sie vorsichtig, Kerrigan. Mein Vater wird sämtliche Vorkehrungen getroffen haben, um sicherzustellen, dass niemand zu Rayna durchdringen kann. Auf mich ist er nicht vorbereitet. Sprich! Was zur Hölle war das? Ich bin der Schwarm. Was du heute kannst besorgen? Verschiebe stets auf morgen. So. Attacke! Die Plattform wurde eingezogen. Wir gehen außen herum. Macht euren Frieden. Ich werde Vergeltung. Tapfere Soldaten der Liga. Dieses Raumschiff wird von der Königin der Klingen angegriffen. Ja. Ihr wisst, was zu tun ist, Männer. Mir. Ja. Was du heute zu sagen? Wir kennen keine Grenzen. Ich bin der Schwarm. Gewagt. Wir passen uns an. Macht euren Frieden. Gewagt. Wir kennen keine Grenzen. Der Schwarm erobert alles. Die Eroberung geht weiter. Geradeaus oder? Ja, geht nun gerade raus. Mensch, Häuser, schön. Ich bin der Schwarm. Wir passen uns ab. Und noch ein Infester? Was ist es diesmal? Muss mal gucken, ob man ja was infestieren kann. Oh ja. Dazu brauche ich aber ein paar Länge. Gut, dich mache ich auf die 2 und die auf die 3. Sie fahren schweres Geschütz auf. Na, verdammt. Oh, er hat überlebt. Es ist Zeit. Ah, das funktioniert natürlich nicht bei denen. Schade. Egal. Der Schwarm erobert alles. Macht euren Frieden. Kerrigan, Sie haben das Hauptschott geschlossen. Sie werden es durchbrechen müssen. Versorgen? Mein Schwarm, beschütze mich, während ich mich um diese Sache kümmere. Ha, mein Tor wurde repariert. Geil. Der Schwarm folgt deinem Ruf. Sie bricht in den Hochsicherheitstrakt ein. Schnell. Haltet sie sofort auf!
Verstärkung! Schaffen wir! Los, Leute! Macht sie kaputt! So, jetzt kommt's hier rechts. Meeresgeschütz nähert sich. Seien Sie vorsichtig. Diener, verteidigt unsere Königin. Ah, easy peasy. Ich hätte sie übernehmen können. Wo ist der im Fester? Na, das ist der falsche. Runter mit dir, Abandiriade. Ja, aber richtig. Kerrigan, Horner hier. An dem Sicherheitsterminal. Ah, zu spät. Haben Sie Zugriff auf die Insassendaten des Schiffsmanifests? Wenn möglich, beschaffen Sie diese Daten. Über den Rest machen wir uns Gedanken, wenn Jim in Sicherheit ist. Wir passen uns an. Sprich. Weiter geht's. Die Eroberung geht weiter. Kerrigan, da ist eine große Anzahl Wachen in der Nähe. Wenn ich hier Virophagen platziere, werden die Verseuchten ihre Verteidigung angreifen. Es ist Ihre Entscheidung. So, jetzt habe ich mir auch schon so eng gegriffen. So, Kerrigan, gehen wir darüber. Was ist es diesmal? Macht euren Frieden. Es ist Zeit. Wir kennen keine Grenzen. Die Eroberung geht weiter. Dieser Planet gehört mir. Das ist kein Planet, das ist ein Schiff. Die Sprüche sind echt lame. So. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Die Eroberung geht weiter. So. Der Planet nie. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Na, ah, ich habe meine Fester verloren. Meine zweiten Festern verloren. Zurück. Heil. Ich habe leider beide im Fester verloren, aber naja, Gott, passiert. Kann man nicht ändern. Ich habe einen Tank und einen Goliath. Reaper? Wirklich? So, alle Mann zusammenkommen. Ja, und Heilung. Wir kennen keine Grenzen. Ja, weiter geht's. Go, go, go. Schwarm erobert alles. Das kann nicht sein. Trennt die Gelenkverbindung zum Gefangenendeck. Ihr habt den Mann gehört. Jagt es in die Luft. Scheiß auf die Gefangenen.
Was? Was ist es diesmal? Hier wird nichts abgefackelt. Was du heute kannst besorgen? Macht euren Frieden. Kerrigan, ich hätte nicht gedacht, dass du dumm genug wärst, hierher zu kommen. Und nun werden deine Taten den Tod all dieser mutigen Männer zur Folge haben. Was hat er gerade gesagt? Sie alle sind Helden, bereit, ihre Leben zu opfern, um deiner jämmerlichen Existenz ein Ende zu bereiten. Du und Rayna könnt zusammen verbrennen. Kerrigan, wir haben gerade gesehen, wie die Brücke explodierte. Die Moros wird auseinandergerissen. Sie müssen Jim retten, uns läuft die Zeit davon. Na toll. Jetzt sind meine gesamten Army da. Und go, go, go. Ich hab nur 5 Minuten Zeit. Ich bin der Schwarm. Feuer, die Idioten! Dieser Planet gehört mir. Wir passen uns an. Wir kennen keine Grenzen. Ach, vergesst es! Weg hier! Genau! Genug jetzt. Reiß dieses Tor nieder. Spürt den Zorn des Schwarms. Die Eroberung. Zu den Rettungskapseln. Los, los, los. Dies ist das Gefängnis, Deck. Hier gibt es keine Rettungskapseln. Ich warte nicht auf den Tod. Mach die Schweine platt. Ich bin der Schwarm. Na, ja, der Tor, der bringt's echt. What the fuck, Gott? Dieser Planet gehört mir. Macht Frieden. Die Eroberung geht. Ah, ich verliere immer mehr Einheiten. Der Schwarm erobert. Los, los, die Zerg kleben uns am Arsch. Lasst uns rein, ihr herzlosen Mistkerle. So, mach die Tür auf. Zack. Komm schon. Ja, mein Ghost. Sprich. Wir. Zagara? Der Leviathan soll diesen Bereich des Schiffes stabilisieren. Es ist vollbracht. Halte durch, Jim. Ich bin fast da. Ah!
Ich musste dich rausholen. Was hast du getan? Was ich tun musste. Sag das, Phoenix. Sag das den Millionen von Toten. Du hast geschworen, die Königin der Klingen zu töten. Du warst der Einzige, der je an mich geglaubt hat. Glaubst du noch immer an mich? Ich liebe dich, Jim. Vergiss das nie. Es ist aus. Ja, das hat er jetzt nicht verkraftet. Es sind so viele Leute draufgegangen, um sie zurückzuverwandeln und ja, brap. In 8 Minuten. Naja, gut, da war ich ein bisschen zu langsam, obwohl ich schon recht aggressiv war. Aber naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Schaltet wieder ein. Und man sieht sich. Bye bye.